Der große Verbündete. Der Clan hat die Brücke über den Dschungel fertiggestellt. Ich sehe, du hast Bombis mitgebracht. Lass uns loslegen. Du betrittst den Dschungel. Ist sehr dunkel im Dschungel. Die Luft ist dicht mit Energie. Es fühlt sich schmerzhaft an. Ja. Die Stimme von Pacha ist in diesen Bildern zu hören. Ich sollte über sie meditieren. Müde und traurig erschüttert Pacha die Erde, um zu zeigen, was man durch Zusammenarbeit erreichen kann. Das Erdbeben. Es muss das sein, was uns in diesem Land eingeschlossen hat. Dann gibt Pacha dir ein uraltes Totem und wir finden das. Danke. Es muss einen Zusammenhang geben. Sie muss uns um Hilfe bitten. Zeig, was man erreichen kann. Zusammen. Es ist warm. Wenn du es anfasst, hast du es schon versucht? Nein. Was auch immer das Pacha braucht, ich hoffe, wir sind der Aufgabe gewachsen. Eins mit der Wildnis. Besser gemeinsam. Sie nehmen sich Zeit. Die zahlreichen Tiere von Pacha. Da fährt man weiß. Gut. Keine Sorge, Bombis. Wir machen das gemeinsam. Ja. Kann ich hier noch was pflücken? Nein. Gehen wir zurück. Wir müssen unsere Felder gießen. Und unseren Kübel holen. Keine Muschel. Ich habe einmal versucht, Mana meine Angeltechnik zu erklären, aber ich glaube, sie hat es geschafft, mit offenen Augen einzuschlafen. Omi. Es ist schön zu sehen, dass du dem Clan so sehr hilfst. Ich weiß, dass ich es zu schätzen weiß. Ich kann noch nicht tanzen. Mein rechtes Knie schmerzt. Das bedeutet, dass es bald regnet. Aber ich rieche gar keinen Regen. Nein. Ich mag alt sein. Wir haben gemacht. Pflanzen gedeihen in diesem Land, aber warum? Ich habe das Wasser probiert und es schmeckt nicht anders als in anderen Orten, an denen wir schon waren. Der Wind ist auch nicht schwächer oder stärker. Aber dann habe ich den Reichtum dieses Bodens gespürt. Ein bisschen davon habe ich in eine Vase getan, die wir zur Aufbewahrung benutzen, um einen Samen darin gepflanzt. Er wuchs genauso, wie die Samen auf
unseren Feldern. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wo wir unsere Baumschule aufstellen wollen. Zustimmen. Ja. Ich kategorisiere alle Samen, die wir jetzt zusammengetragen haben. Wenn Kroll fertig ist, kannst du dir die Samen ansehen, die ich habe. Die Baumschule. Nice. Jetzt gehen wir zuerst zur Akre. Hier ist ein neues Werkzeug. Juhu! Ich liebe es, Ries und Ron zu gehen, wenn es regnet. Ob du es glaubst oder nicht, Kroll und ich könnten lustig sein. Hm. Ich kann nichts mehr herstellen. Geburtstag. Das Lied, das die Vögel im Frühling singen, ist noch schöner als die Musik, die Jared spielt. Kleidung sollte praktisch sein. Mein Hemd sieht aus wie ein Hemd. Das Ende. Bauen. Arbeite schon an einem Gebäude. Scheiße. Thor ist ein so engagierter junger Jäger, dass er sogar liebt, wenn man ihn dumm liebt. Ich lasse Tiere lieber an mir riechen. Yeah. Verletzen, extra blöd. Ich habe das Gefühl, dass mir die Augen aus dem Kopf fallen, wenn ich ihn mit den Leuten reden höre. Meine Mutter erlaubt Bra und mir nicht viele Süßigkeiten zu essen. Bor sagt, dass ein Höhlenlöwe über unser Haus springen könnte. Ich frage mich, ob das wahr ist. Bohnen.
habe ich ja noch gar nicht. Noch macht eine leckere Suppe, aber er hat sie ruiniert, indem er Pizza hineingetan hat. Es ist ein bisschen seltsam, so weit von anderen Pachaclans entfernt zu sein, aber dieses Land ist spektakulär. Du kannst unsere Probleme lösen, wenn wir auf ihre Antworten hören. Wenn du Bra siehst, grüß ihn von mir. Chin hört selten auf meinen Rat, aber alle nennen ihn einen guten Anführer. Ich liebe es heute zu Besuch zu haben. Du solltest vorbeikommen. Ich habe schon immer eine Verbindung zu Tieren gehabt, solange ich denken kann. Ich werde hier gebraucht, aber sag mir Bescheid, wenn das Feuer nachlässt. Wir haben das im Handumdrehen geklärt. Yeah. Was haben wir für Zeit? Der große Verbinder, der Kran baut eine Brücke. Boden. Ja, ist ein guter Kerl. Er zieht es einfach vor, für sich zu bleiben, wie ich. Omi, danke. Der Clan
Ist so toll mit den Kindern. Ich weiß nicht, was ich ohne die Hilfe von allen tun würde. Wir können noch nicht tanzen. Ja, ne Kloto ist sie zu isch. Als Kind habe ich stundenlang die Sterne beobachtet. Sie sind einfach so magisch. Gib mir den Gürtel. Tauschen. Das wird toll an dir aussehen. Ja, ich habe. Jetzt kann ich hier auf Tab-Bar und Tab drücken und dann wechselt es hin und her. Und jetzt können wir sammeln. Können wir sammeln, bis es nicht mehr geht? Ja, alles mitnehmen. Ja. Einstimmen, bitte. Also ich vertraue dir jetzt, wenn du dein eigenes Haus hättest, könntest du es zu dir nach Hause holen. Ja. Ich habe noch kein eigenes Zuhause. Thank you.
Ja, geh schlafen und gute Nacht. 11.000. Wir haben gespendet 357.